Er hätte zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können. Der jüngste Vulkanausbruch in Island. Das atemberaubende Naturschauspiel führt seit 4 Monaten zahlreiche Urlauberinnen und Urlauber auf die Insel. Eine Wohltat für die stark angeschlagene isländische Tourismusindustrie. Großartig, das werden wir nur einmal im Leben erleben. Geldingadalir spuckt seit dem 19. März Lava. Seit Mai ist Island offiziell Corona-frei. Zwei Faktoren, die bereits rund 200.000 Touristinnen und Touristen anlockten. Es war toll, wir waren total aufgeregt, weil es brodelte, als wir näher kamen. Doch Vulkantourismus ist nicht ganz ungefährlich. Es gab bereits Unfälle, weil sich einige Unvorsichtige trotz Warnungen auf die erkaltete Lava wagten. Deren Temperatur kann sich jedoch schnell ändern. Verlass dich auf deinen gesunden Menschenverstand. Bleib auf dem Weg, geh nicht zu nah ran. Wann der Ausbruch endet, ist nach Meinung von Geologen noch völlig unklar. Sehr zur Freude der Tourismusbranche.